Sie haben uns gesagt, Sie sind hier bei der Geschäftsleitung, bei der Wienerin. Wie sieht es denn derzeit mit der Kundschaft aus? Kommen viele? Wie haben Sie das jetzt über Weihnachten bis jetzt erlebt? Naja, es ist schon deutlich weniger natürlich. Vor allem jetzt das Silvestergeschäft mit der 22-Uhr-Sperrstunde fällt halt vieles weg, auf was wir uns gefreut haben. Dadurch, dass auch nicht der Silvesterpfad findet ja auch nicht wirklich statt, sowieso immer einiges weniger. Also man spürt schon. Man spürt es, ja. Was würden Sie jetzt sagen, jetzt dieses Jahr, wir hatten ja den Lockdown, die lange Schließungen. Wie ist es da mit der Auslastung? Mussten Sie viele Leute jetzt entlassen oder wie sieht es da konkret aus? Frei impfen und dann frei impfen. Nein, also entlassen nicht. Das mit der Kurzarbeit, das funktioniert ja auch. Es ist nur natürlich auch für die Servicekräfte relativ schwierig. Man rechnet doch auch mit dem Trinkgeld, da fällt einiges weg. Jetzt haben viele Gastronomen auch gesagt, sie haben die Auszahlungen, die hier angekündigt worden sind, zum Ausgleich der Verluste noch nicht bekommen. Wie ist das bei Ihnen? Haben Sie da schon Gelder erhalten? Da müssen Sie mit den Besitzern vom Lokal sprechen, das weiß ich gleich. Also ich weiß schon, dass wir vieles bekommen haben, aber wie genau jetzt der Stand der Dinge ist, kann ich Ihnen nicht sagen. Die ewige Forderung nach noch mehr Geld ist als Staatsbürger nicht besonders verantwortungsvoll. Ist als Staatsbürger nicht besonders verantwortungsvoll. Jetzt mit Blick, Sie haben es schon angesprochen, auf die Sperrstunde um 22 Uhr. Wie sehen Sie da für Silvester die Situation? Kommen doch Leute oder weniger? Nein, es kommen deutlich weniger. Wir haben halt so viele Reservierungen, haben sie jetzt nach vorne verlegt. Allerdings ist es natürlich, zu Silvester bleibt man gerne mal ein bisschen länger sitzen. Da kann die Nacht ein bisschen länger dauern. So wird es natürlich schwierig. Und ich befürchte halt, dass der Fokus sich eher auf private Partys beziehen wird, weil die Leute gehen feiern, die Leute werden das Silvester feiern. Wir haben hier eine kontrollierte Umgebung mit der 2G-Regel. Ist es fraglich, ob das der richtige Weg ist? Solange wir offen haben dürfen, solange haben wir auch offen. Das werden wir ausnutzen. Da freuen wir uns auch drauf. Also viele Gastronomen meinten, das ist ein bisschen eine weltfremde Politik, wenn man jetzt die Sperrstunde vorverlegt. Sehen Sie das auch so? Ja, es hat halt irgendwie keinen Anfang und kein Ende. Man weiß nicht genau, was das Ziel dahinter ist. Wie gesagt, wenn die Partys dann in den privaten Bereich wandern, ist das kontraproduktiv. Und ich bin kein Experte, aber ich glaube, so wie es bis jetzt läuft, läuft es halt ein bisschen falsch. Noch eine kleine Nachfrage, wie sieht es bei Ihnen aus mit Events oder Buchungen? Gibt es da jetzt diese Tage etwas oder ist das eher mäßig? Also die Weihnachtsfeiern, die rücken alle eher so ins Frühjahr 2022. Wir hatten sehr, sehr viele Anfragen, sehr, sehr viele Buchungen. Das ist natürlich auch aufgrund des Lockdowns nicht zustande gekommen. Viele feiern jetzt im April, muss man mögen, aber wir freuen uns trotzdem, wenn wir sie dann begrüßen dürfen. Noch eine Nachfrage, haben Sie das mit, weil es gibt ja die 2G-Kontrollen, die jetzt natürlich auch wieder greifen, Geimpfte, die müssen und die Ungeimpften müssen sich daran halten. Wie erleben Sie das? Halten sich alle gut dran? Ja, total. Also wir merken auch, dass die Gäste wirklich von sich selber jetzt schon langsam kommen, den Ausweis, also den grünen Pass herzeigen ohne Nachfrage. Es wird schon drauf geachtet, ja, das funktioniert recht gut.